Die Verbraucherschlichtungsstelle unterstützt Konsumenten und Unternehmen dabei, Lösungen für Probleme zu finden. Bei einer extra eingerichteten Sprechstunde im Rathaus konnten Verbraucher nun die Einrichtung kennenlernen und sogar die kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen. Die Verbraucherschlichtung Austria ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein. Als eine von 8 staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen ist die Verbraucherschlichtung Austria für alle jene Fälle zuständig, die von keiner der anderen 7 Verbraucherschlichtungsstellen in Österreich behandelt werden. An die Verbraucherschlichtungsstelle kann man sich unter anderem dann wenden, wenn man Probleme im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren, Reisen, Handwerkern, Gewährleistung und Garantie, der Kündigung von Abos und Mitgliedschaften, Versicherungen oder Fremdwährungskrediten hat. Was ist eigentlich der Unterschied zum Konsumentenschutz? Der große Unterschied zum Konsumentenschutz ist vor allem, dass wir als Schlichtungsstelle eben unparteiisch agieren. Das heißt, der Konsumentenschutz vertritt Sie als Konsumenten, Konsumentin. Wir vertreten niemanden, sondern wir versuchen, Lösungen zu finden für Konsumentinnen, Konsumenten und Unternehmen, um eben da einfach gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, das für beide Seiten in Ordnung ist. Warum braucht man die Schlichtungsstelle? Die Schlichtungsstelle ist vor allem daher nützlich, weil wir im Gegensatz zu einem Gerichtsverfahren kostenlose Service anbieten können, weil wir auch tatsächlich sehr viel schneller sein können, als Gerichtsverfahren üblicherweise sind, und weil man bei uns eben einfach, wenn man plötzlich merkt, man kommt mit dem Unternehmen, mit dem man da eben einen Vertrag hat, in irgendeinem Problem nicht weiter, dann können wir vermitteln und können tatsächlich da helfen, auch sehr verfahrene Situationen wieder aufzulösen. Die Verbraucherschlichtungsstelle macht derzeit eine Tour durchs Land Niederösterreich und machte vergangene Woche auch in Schwechat Station. Diese Tour durchs Land, die ist uns deswegen wichtig, um die Möglichkeiten und Angebote der Verbraucherschlichtung erstens allen oder so viel wie möglich Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern zugänglich zu machen. Und Schwechat ist eine der größten, wichtigsten Zentren, Einkaufszentren dieses Landes. Und daher ist es natürlich ein Gebot der Stunde, eine Frage der Prioritäten hier, diese Einrichtung bekannt zu machen. Ich denke, dass man das überall gut brauchen kann. Wenn man sich anschaut, dass die Besuche jetzt nicht allzu heftig waren, könnte man meinen, dass kaum jemand diese niederschwellige Beratung in dem Bereich braucht. Das ist aber, glaube ich, ein Irrtum, weil interessanterweise jeden, den man persönlich anspricht, oder viele Menschen, die man persönlich anspricht, die meinen dann sehr wohl, da hätte ich schon eine Frage dazu. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, so durch Niederösterreich zu touren und sich selbst ein bisschen zu präsentieren, weil man kann ja diese Beratung auch online in Anspruch nehmen, und je mehr Menschen wissen, dass es diese Beratungsstelle gibt für alle möglichen Unwegsamkeiten, die einem so im Leben passieren können, umso mehr werden es benutzen, und ich glaube, das ist ein sehr gutes Service. Wie geht man nun als Betroffener vor? Im Idealfall bringt man den Schlichtungsantrag tatsächlich über unser Online-Formular auf www.verbraucherschlichtung.at ein. Und wir kümmern uns dann darum, dass das an das Unternehmen, das Betroffene, weitergeleitet wird, bitten das Unternehmen um Teilnahme im Schlichtungsverfahren und eine Stellungnahme. Und sobald die bei uns eingelangt ist, versuchen wir dann eben anhand der beiden Positionen, die wir so mit herausgearbeitet haben, eine Lösung zu finden. Das kann sein, dass man eine Schlichtungsverhandlung macht, wo auch wirklich persönlich unter Anleitung einer Schlichterin oder eines Schlichters unserer Stelle versucht wird, da im Dialog eine Lösung zu finden. Das kann sein, dass es einen schriftlichen Schlichtungsvorschlag gibt, wo drinnen steht, wie wir das zum Beispiel rechtlich beurteilen würden, auf Basis dessen, was wir von den Parteien bekommen haben. Das kann auch sein, dass sich die Parteien, und das kommt tatsächlich auch sehr oft vor, direkt unmittelbar miteinander einig werden, einfach im Austausch, den wir eben hier als Plattform mehr oder weniger anbieten. Die Erfolgsquote ist jedenfalls gut. Obwohl die Schlichtung ein vollkommen freiwilliges Mittel ist, das heißt, weder ein Konsument noch ein Unternehmen sind dazu verpflichtet, jetzt an der Schlichtung teilzunehmen. Wir haben aber eine Teilnahmequote von ungefähr 75% bis 80%, und tatsächlich kommt es dann ungefähr in der Hälfte aller an uns herangetragenen Fälle auch wirklich zu einer Einigung, bei der dann beide Seiten mit dem Ergebnis zufrieden sind. Verbraucherschlichtung ist eine der wichtigsten Einrichtungen, wenn es darum geht, Konsumenteninteressen zu vertreten, weil es kommt immer wieder vor, dass man sowohl in der Qualität als auch im Pricing oder anderen Fällen natürlich als Konsument benachteiligt wird.